Schon wieder ich. Habe ich schon mal gesagt, dass ich solche Puppen irgendwie hasse? Ich versuche die ganze Zeit was creepy zu sagen, aber die reden permanent. Und? Guck mal, jetzt geht's ins Schlafzimmer. Ja. Oh, Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst. Okay? Sehe ich irgendwie gestresst aus? Nein. Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Auf schwerem Papier gedruckt. Und das Logo ist in Folie. Shit. Ja, warum kannst du immer die coolen Sachen machen? Hast du sie gefunden? Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Ach, scheiße. Such in der anderen. Hast du das nicht schon? Such einfach. Sind nur Klamotten und... Okay, Räumungsbescheid. Das Studio? Ich habe die Studiomiete vom falschen Konto bezahlt und der Scheck ist geplatzt. Ich muss nur ein anderes... Alles gut. Also ist alles in Ordnung. Sorg dich lieber um meine scheiß Zigaretten. Klar. Weil es ein Räumungsbescheid nach dem ersten Mal weg. Ne? Einfach so? Nee. Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie. Tut mir leid. Ein bisschen mehr Bart wird der Jürgen Klopp. Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie so dringend? Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Oh, wir gehen jetzt hier Zigaretten suchen, ja. Bevor ich's vergesse, die Szene mit der alten Frau, wo du... Also... Ich sag nur, ich möchte nicht spoilern. Ich weiß, glaube ich, schon, wie es endet. Ich sag nur Psycho von Alfred Hitchcock. So, weiter. Meine Ersatzmütze. Genau die gleiche? Steht mir halt. Ist doch ganz normal. Kann ich die nehmen? Nee, kann ich nicht. Ich wollte vielleicht einfach mal eine Cabby über der Cabby. Wie viele Kappen hat er dabei, die gleich aussehen? Das ist ja voll langweilig. Eine nach vorne, eine nach hinten gerichtet. Lonnet Entertainment, 165, W, Chicago 11. Ja, mal gucken, hey. Notice of Eviction, Räumungsbescheid. Jo. Den gibt's meistens immer, wenn man einmal die Miete nicht gezahlt hat, sofort einen Räumungsbescheid. Glaube ich nicht ganz. Ich glaube, da sind ein paar Mieten fällig. Nicht nur eine. Oh, was haben wir denn da? Unter dem Bett? Ah, nee. Das gelbe Kreuz... von T.S. Hartley. Ach, warum habe ich so viel zum Lesen? Der Bestseller-Autor von Schleier der Unschuld liefert einen packenden neuen Interpretation eines der gnadenlosesten Massaker der Geschichte. Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen. 22. Juli 1209, an nur einem Tag, wird die friedliche Stadt Besiers von einem Massaker heimgesucht. Der tyrannische Kreuzritter Simon de Montfort ist entschlossen, die Stadt mit den grausamsten Mitteln von allen praktizierenden Katharen zu säubern. Tief in den verborgenen Höhlen der Kirche St. Maria Magdalena hat sich eine letzte verbliebene Gruppe von Katharer Perfecti versteckt. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Der jüngste Perfecti, Pater Escriban, hat mit Hilfe seines lebenslangen Freundes, des katholischen Priesters Murat, einen verzweifelten Plan zur Flucht ausgeheckt. Aber alles hängt von einer feinen Balance aus Mut und Glauben ab. Packend, spannend, Geschichte wird lebendig. Hartley läuft zur Höchstform auf. The Herald. Sollte man mal lesen, wenn wir Zeit haben. Ja, genau. Machen wir demnächst. Hundertprozentig. 5 Sterne auf Amazon. Machen wir eine Stream-Lesestunde. Die gehen noch von der anderen Seite auf.
Warte mal, hatte ich hier nicht irgendwie so eine Scheckkarte oder so? Oder? Aber wird nichts angezeigt, ich habe nur ein Feuerzeug gerade. Also, du sagtest, es wäre nichts. Aber das mit der Bank... Du verbeißt dich. Normalerweise eine gute Sache, aber nicht hier. Ich meine, du würdest uns doch sagen, wenn unsere Jobs auf dem Spiel stehen, oder? Boah, das ist Fernsehen. Da stehen ständig alle Jobs auf dem Spiel. Da liegt nämlich wieder was. Ja, also das ist das Buch, ne? Es ist okay, bitte, Aaron. Ich habe das mit dem Sender geklärt. Wir arbeiten noch an der letzten Folge und sie zahlen dein Gehalt. Nicht ich. Ja, aber... Hör auf damit. Alles in Ordnung, Aaron, okay? Ja, Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren von Professor J.P. Hunter. Ach komm, da ist wieder so viel Text. Du bist der Professor J.P. Hunter ist Autor und Therapeut mit über 20 Jahren Erfahrung. Er hilft Patienten beim Überwinden von Ängsten und Panikattacken. In seinem Buch verrät er Schritt für Schritt, wie sie aus dem Labyrinth der Angst entkommen können. Sie werden im Rahmen eines einzigartigen monatlichen Plans Tipps und Tricks erhalten, die sie im Alltag einsetzen und mit denen sie ihre Angst besiegen können. Professor J.P. Hunter hat Tausenden geholfen, mit ihrer Angst umzugehen und ihnen das nötige Vertrauen verliehen, um Wände einzureißen und ihre Dämonen die Stirn zu bieten. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren, ist ein nationaler Bestseller. Aber jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage. Was ist denn, wenn ich Angst davor habe, Bücher in die Hand zu nehmen und umzublättern? Dann gibt es mit Sicherheit ein Hörbuch. Ah, ja, stimmt, als Hörbuch. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Oder es wird verfilmt. Das ist aber ein schönes Kästchen und da ist eine Karte. Grantham to me, Architekt. Ja, das war der geflüchtet ist. Mit seinen eine von fünf, okay. Also, Collectibles. Das hört sich an wie so ein Horrorfilm. Eine von fünf. Eine von fünf. Eine noch von fünf. Lebt noch. Okay, also wenn wir da mal schnell durchrennen muss, habe ich verloren. Eine Münze! Kann man die umdrehen? You've got to be worth something. Ja, genau. Wir haben 9 Münzen? Wo kommen die denn auf einmal her? Wir haben angelegt, die ersten 2. Die haben schon Rendite abgeworfen. Ah, okay. Habe ich mich, glaube ich, schon verlaufen. Warte mal, die Ecke, da war ich jetzt gerade, da kam ich jetzt her. Im Zweifelsfall, achso, da sind wir im Foyer. Nein, Quizzi, Murat war es, nicht Murat. Ja, hab ja auch gesagt, Murat statt Murat. Aber Murat wäre auch cool gewesen an der Stelle. So ein Gläubiger namens Murat, ein katholischer Priester. Im Mittelalter wohlgemerkt. Ach komm schon. Oh, Geheimnis gefunden. Moment, wir fangen mal mit der Vorderseite an. Mr. Morello, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch letzte Hand anlegen müssen. Also Leichen beschaffen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollen Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke St. Wallace, oder? S. Wallace Avenue und W63rd Street, Englewood, Chicago abholen. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Croissant Dumet. Hallo, Croissant. Ne, nicht Croissant, ne? Wie sagt man das? Grandson? Grandson? Ja, Grandson, irgendwie sowas. Ja,
Also, ich sage jetzt mal Grandson. Danke, ich würde sehr gerne mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Oh. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu fünft. Ich vertraue Ihnen allen mit meinem Leben, also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Bis Freitag. Ciao. Ja, mit Leben vertrauen ist natürlich scheiße. Gute Modell. Ja, ganz großes Kino. Das heißt, er und eine Tochter ist rausgekommen, die anderen sind anscheinend tot. Ja, mal, oder noch in Bearbeitung der Zeit. Meinst du, er flieht und lässt seine Family da? Naja, bevor er auch drauf geht. Vielleicht ist er so ein. Wow, du bist ja ein toller Familienvater. Herzlichen Glückwunsch. Hallo? Was hat denn der Kollege da im Intro gemacht? Der ist auch abkauen, obwohl seine Frau da gerade hier im Bad quasi naja, abgeschlitzt worden ist. Nachdem sie die Wanne mit Blut gefüllt hat, war wohl schon klar, dass da nichts mehr viel passieren wird. Ja, vielleicht hat sie ja die Regelblutung. Ach. Na gut, wir gehen jetzt mal in die Runde. Ja, besser so. Hey Charlie, ich habe gehofft, Charlie, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Aaron, was du gerade für die Firma leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen? Absolut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen, dass du die Drecksarbeit machen kannst. Also die dreckige Wäsche. Du solltest dir einen Assistenten suchen. Oh Gott, diese Animationen sind manchmal echt schlimm. Ach, das war eine dumme Idee, Charlie. Ich will Assistenten? Nur einen persönlichen Assistenten? Sozusagen. Und dann könnte ich beim Schnitt helfen. Bitte was? Beim Schnitt? Beim Tonabmischen. Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Genau. Was macht die jetzt? Willst du jetzt gerade singen? Du oder immer noch Filmregie führen, Charlie? Ich führe Regie. Nein, ich meine bei richtigen Filmen. Mit einem Budget und großen Stars. Aaron, du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Oh, richtig. Ich bin ja, ein sorry, Roboter. Also, willst du keine großen Filme drehen? Themenwechsel bitte. Charlie, wir müssen noch Candy Mountain. Ich werde mit dir so. Das ist ein Computerfreak, der kann auch nur 0 und 1. Mit einem Arm. 0, 1, 7, ach so. Die Zahl war vorhin auch schon 0, 1, 7, 8. Das ist kein ja, Problem, wenn, aber es ist ja noch keiner gestorben. Ich wollte gerade sagen, erst müsste mal einer sterben. Und ich habe mir mal die Nummer aufgeschrieben. Sicher ist sicher. Meinst du, das ist eine Telefonnummer? Notruf? Nee, aber wenn wir auf einmal schon eine Nummer brauchen, dann überlegen wir wieder beide Scheiße, wie waren die jetzt nochmal? Wie die Tür geht auf, jetzt bin ich aber überrascht. Hey, vielleicht ist Mr. Dumet im Hinterzimmer. Boah, hast du es gesehen, aber das Feuerzeug in der Luft schwebt. Du könntest ihn nach Zigaretten fragen. Ja, Moment. Ich habe erst mal für Belüftung gesorgt hier. Ist ein bisschen stickig hier. Ich sollte wohl froh sein, dass nur meine Zigaretten weg sind und nicht die Ausrüstung. Vor allen Dingen, die Kisten sind jetzt so hingestellt, dass kein Mensch der Welt mehr da aus der Tür rauskommen könnte. Ja, das ist schon Absicht. Das ist schon Absicht. Fluchtweg, wer braucht das schon? Hat er das gesagt, weil du angeklickt hast oder weil du nur in der Nähe warst? Nee, weil ich angeklickt hatte. Achso, okay. Gästebuch, Check-in, Check-out. So, 4.10.2022. Ich hätte es ja witzig gefunden, wenn das wirklich der Release-Tag gewesen wäre. Hm. Und dann gibt es hier nochmal 5.10.2022, 18.10.2022. Das heißt im Endeffekt, warte mal, das sind aber doch vor ein paar Tagen erst noch andere Gäste da gewesen. Du kannst blättern. Und das waren jetzt, oder das sind die richtigen Namen von der anderen, von den Grandson-Dings da. Nee, wieso? Er hat doch die Mail geschrieben, oder? Mit seinem Nachnamen. Ja, stimmt. Aber du kannst blättern mit R. Joseph Morello, Michelle Morello, Francis Morello, Natalie,
Auf jeden Fall ein Familienspaß für die ganze Familie. Da kommen aber regelmäßig Gäste her, so wie es ausschaut. Ja, aber keine mehr raus wahrscheinlich. Ja. Ja, nochmal weiter? Weiß ich nicht. Ich guck mal. Also das waren die ersten Gäste. Jetzt hast du zurückgeblättert. Ja. Ja, ich guck halt nur, ob das in irgendwelche Richtungen noch geht, aber scheinbar nicht. Also. Und das waren die letzten Gäste. Da war was. Da unten funkelt doch auch noch was. Du kannst deine Scheckkarte benutzen. Geht nicht. Was? Boah. Da geht das. Schüpp. Na, so, was? So geht das? Ach so, warte mal. Da, zack. Als ob. Ob, ey. Oh Mann. Was ist ein Blümchen? Blümchen und Bienchen? Postkarte. Mr. Hector Monday. 194 Montgomery Road. Silver Spring. MD 20995. 10. August 92. Sehr geehrter Mr. Monday. Vielen Dank, dass Sie Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Das sind doch, das ist die Großmutter, das ist doch die hier in dem Kittel da rumgesessen war, oder? Mit Sicherheit jetzt da. Scheint so, als ob das Spiel jetzt geht. Wie geht? Ja, geht, oder? Also keine Probleme, oder? Ja, gerade eben geht's. Oder sieht man wieder kein Bild? Nö, ich hab Kontrollmonitor an. Okay, dann ist gut. Kann das sein, dass das mal ein auch schon Altenheim war? Irgendwie sowas in der Art? Und dann wurde es umgebaut zum Gruselkabinett? Ich meine, das war ja vorher dann eigentlich auch schon Gruselkabinett. Naja, kann ja sein, dass das... Das war jetzt 92. Du weißt ja nicht, was in der Zeit ist. Bis heute. Das sind ja auch schon ein paar Jährchen. 30 Jahre mittlerweile, ne? Eben. Krass. So. Dann. Mission Zigaretten. Und du weißt auch nicht, wie lange das schon vorher bestanden hat. Moment, wenn ich da rein kann. Gucken wir mal da hinten. Das Bild geht doch auch nicht. Hoffentlich haben die Kakaosalzung. Das wäre aber toll gewesen, wenn das Bild auf einmal geht. Ja, nö, ich gehe jetzt. Tschüss. Aber die andere Tür geht nicht? Okay. Türen mit Schlüssellöcher können mit Schlüsseln aufgeschlossen werden. Ach, mach Sachen. Bitte? Türen mit Schlüssellöchern können aufgeschlossen werden? Öffne die Bar, gehen Sie dem Geräusch auf den Grund. Ach, da ist jetzt jemand da, ja? Neue Gäste? Aber auf der anderen Seite war doch noch was, oder? War da nicht auch eine Tür? Da links. Ja, aber die geht nicht auf, ist verschlossen. Ach so, ja, okay, das ist wieder so eine Tür, die hat kein Schlüsselloch, die geht nur von innen auf. Genau, richtig. Verstehe. Mensch, Snoopy, du hast schon die Love Story verpasst. Ich habe schon extra für dich eine Love Story eingefädelt. Zumindest mal den Happy Teil haben wir wahrscheinlich schon fast gesehen, ja. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht besser werden. So, haben Sie denn neue Leute eingetragen vielleicht? Nee, aber der Schlüssel liegt auf einmal da. Na gut. Also der geklingelt hat, war der mit den Handschuhen. Das war der Fahrer. Ja. Nanu, wo kommst du denn her? Aaron, hab den Schlüssel. Er wundert sich auch null, dass jetzt auf einmal der Schlüssel da liegt, ne? Null. Ja. Null. Ja. Vor allem, ich als Spieler habe ja nicht gerade schon komplett in- und ausgiebig hier die Bar, also diesen Dresen da untersucht. So, meine Freunde, passt auf jetzt. Geht das mit dem Jumpscare, Schlüssel? Oder? Nein. Die Spannung ist, die Tür geht auf mit dem Schlüssel. Wie, hast du jetzt einen Allround-Schlüssel? Ach nee, hast schon einen Generalschlüssel. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade noch. Du könntest Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Suche die Bar nach Zigaretten ab. Hallo? Genau, wir suchen erstmal die Ecken nach allem anderen ab. Ah, wieder eine Todesvorsehung.
Mr. Dumet? Also er ist also zu einer Grillparty eingeladen. Wir sehen schon mal dein Schicksal. Herzlichen Dank. Ach ja. Es dunkelt. Das heißt ja auch nicht umsonst, Rauchen gefährdet die Gesundheit, ne? Ach Quatsch, Baron, so viel gab's noch nicht zum Erschrecken. Eigentlich gab's noch gar nichts zum Erschrecken. Ich bin Chester Bell, Assistant Director beim Federal Bureau of Investigation. Um etwa 5.30 Uhr Ortszeit hat das Team von Special Agent Hector Munday, unterstützt durch örtliche Polizeibeamte, ein Motelzimmer am Rand von Birmingham, Alabama, gestürmt, um Manny Sherman zu verhaften, den Mann, der als die Bestie von Arkansas bekannt ist. Mithilfe modernster psychologischer Profiling-Techniken gelang es Special Agent Munday und seiner Taskforce, den Verdächtigen nicht nur zu identifizieren, sondern auch seine Handlungen präzise vorauszusagen. Ich freue mich zu sagen, wir haben unseren Mann. War die Munday-Familie nicht hier auch in dem Dings? Ja, irgendwie sowas, ja. Also Aschenbecher sind schon mal da, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Vielleicht können wir uns auch noch aus den Resten ein paar Stummeln rausziehen. Ach, guck mal. Ja, da steht hier noch einer. Ist das eine Puppe oder ist das ein richtiger Barmann? Es ist eine Puppe. Warum sollte der im Dunkeln stehen? Spartenergie. Auch wunderbar. Die Tasse hat noch kein Eigenleben entwickelt. Freitag, 17. November 2017, 19 Uhr. Sehr geehrte Miss Schröder, ich möchte mich einmal wieder für die unglaubliche Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team am Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Der Unfall der Notcrew auf dem See war wirklich eine fürchterliche Tragödie und ich fühle mich zum Teil mitverantwortlich. Ihnen zu Ehren habe ich dem Hotel während der letzten paar Monate den letzten Schliff verpasst und vermelde mit Stolz, dass wir fast bereit sind, die Tore für die Öffentlichkeit zu öffnen. Bitte erlauben Sie mir, Sie und dem Rest des Teams als Zeichen meiner Dankbarkeit zur großen Eröffnung einzuladen. Am 17. November 2017 um 19 Uhr, ich verspreche einen spektakulären Abend mit Unterhaltung, wie zum Beispiel ein Papierquartett. Während Sie diesen einzigartigen Hotelaufenthalt in vollsten Zügen genießen, werden Sie mir gewiss zustimmen, dass Ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Mit freundlichen Grüßen, Richard Belknap. Was zum Teufel ist denn wieder ein Papierquartett? Barbiere sind doch normalerweise die, die Rasuren machen, oder? Ja, eben. Okay. Richtig, Quizzy. Das ist halt wie eine Boyband, nur halt mit Rasierern. Ja. Quizzy, hast du recht. Scheiß auf die Aschenbecher. Da ist eine Bar. Da, guck mal. Ich hab den Aschenbecher gefunden. Oh, da ist eine Backung drin. Jackpot. Ja. Natürlich will er es passend. Verdammt! Snoopy, ganz tapfer sein. Jetzt zünden wir uns erstmal eine Beruhigungszigarette an. Such die Bar nach Geld ab, alles klar. Hey Partner, was hat der da für ein Kleber da auf dem Dings? Steht da drauf? Bar? Was ist das? Kannst du das lesen? Nee, ne? Nö. 12, 6, irgendwas mit Bar auf 30 irgendwie sowas. Ach, das war eine Zahl? Warte mal, lauf ruhig. Achso, ich wollte gerade sagen, lauf ruhig an der Kasse vorbei. Da hinten hat nämlich noch was geblinkert. Wow! Eine Animatronik. Ha! Unglaublich. Was darf es sein, Mr. Dumet, Sir? Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Hallo? Hallo? Eine Schachtel Kippen! Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen.
Das gibt's nicht. Du hast bestimmt kein Wechselgeld da hinten, oder? Das Papierquartett ist auch gut, ja. Dachte ich mir. Entschuldigung, ich habe Ihre Anfrage nicht verstanden. So, also gut, dann holen wir mal Geld ab. Wir heben mal Geld ab von der... Ja, aber wir hätten doch 9 von diesen toten Münzen hier nur reinstopfen können. Ja, sicher, genau. Dafür haben wir die alle eingesammelt, damit er sich Kippen kauft. So, registrierte Kasse. Komm, auf damit. Ja, geht muss nicht? Das natürlich knacken. Ja, und da steckst du die, mal hier. Da steckt man nur die Karte rein, dann geht die Kasse auf, ganz klar. Ich bezahle mit Karte, ja. Boah. Ah, fuck. Nächste Runde auf mich. Versprochen. Ey, kein so, Wunder, dass in Amerika... Also mich wundert nicht, dass in Amerika die Diebstahlquote so hoch sind. Wenn die Türen und alles solche Schlösser haben. Das ist ja unfassbar. Ja, die haben das mit der Kartenzahlung noch nicht so ganz verstanden. Das ist ja unfassbar. Steckst du kurz die Karte rein, geht auf. Ja. Komm zu Papa. Die hängt gleich fest. Aha. Hey. Oh nein, 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 bitte, komm schon, nein. Jetzt hätte ich den Punkt suchen müssen, wo es rot wäre, ne? Keine Ahnung. Nee, finde einen, um die Zigaretten aus dem Automat zu holen. Nein. Nein, bitte. Ich habe wirklich einen Scheißtag und du machst es schlimmer. Wir reden von Amerika-Quizzi. Natürlich kriegt man eine Uzi so ganz einfach. Ich bin sicher eine unterm Tresen. Sag mal, Kumpel, hast du einen Automatenschlüssel? Oh, ja. Aber ist es nur bei mir so, oder ist bei dir auch die Lippensynchronisation teilweise von Arsch? Ja, da kommt halt kein Ton raus, ne? Ist ja, nicht okay. So der Wortreichste. Was? Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an! Du Schrotthaufen, gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Du Mieses. Das war's. Ich hole meinen Keygrip. Die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Ja, bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Was ist das Problem? Und zu dir komme ich. Mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was?